Guten Tag, ich zeige eine Neuerwerbung von mir, ein Messer von der Firma Victorinox, einer der besten Hersteller von Serienmessern der Welt, wie ich finde. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Und es handelt sich um das hier liegende Swiss Spirit. Das ist eine Sonderedition, limitiert auf 12.000 Stück. Die Griffschalen sind auf ein Modell Kadett aufgesetzt. Ich möchte das Grundmodell einmal zeigen. Vielen ist dieses Kadett als Alux-Modell bekannt. Das ist ein Modell aus der 84 mm Klasse und ich habe das auch als Alux-Modell. Und zwar ist das auch eine Sonderedition aus dem Jahre 2018 in Bärenrot mit Aluminiumgriffschalen. Ich gehe mal auf die einzelnen Funktionen ein. Die sind weitgehend gleich. Hier ist einmal das Messer. Dann die Nagelfeile mit dem Nagelreiniger. Hier ein Dosenöffner mit einem kleinen Schraubenzieher, den man auch als Kreuzschlitzschraubendreher verwenden kann. Und hier ebenfalls ein Multifunktionswerkzeug, bestehend aus Schlitzschraubendreher, Kapselheber und Drahtabisolierer. Und dieser kleine Schlüsselring, der wird von der Firma Victorinox auch noch als eigenes Werkzeug gesehen. Bauartbedingt ist das bei diesem Modell so, dass die Nagelfeile hier im geschlossenen Zustand direkt gegenüber vom Messer liegt. Und das ist für Sonderfeld interessant. Wenn man das Messer öffnet, dann sollte man aufpassen, dass man nicht zu viel Druck hier auf die Seite gibt. Dann könnte man mit dem Messer an die Feile kommen und die Klinge könnte verkratzen. Das ist bei Sammlermodellen nicht ganz so schön. Für Personen, die das als Gebrauchsmesser nehmen, in der einfachsten Alux-Version, ist das nicht so interessant. Ja, diese Modelle unterscheiden sich auch in den Abmessungen, nicht in den Materialien von den Griffschalen. Das hier ist das bekannte Plastik von der Firma Victorinox. Die Dicke ist hier unterschiedlich. In diesem Fall beträgt die 1,38 cm ungefähr und hier circa 8,2 mm. Das Gewicht dürfte auch unterschiedlich sein. Ich werde das einmal ermitteln. Hier knapp 46 Gramm und hier circa 47,5. Ja, das ist ja zu vernachlässigen. Circa 1,5 Gramm Unterschied. Das ist fast gleich. Aufgrund der größeren Dicke liegt das besser in der Hand. Und aufgrund der Griffschalen sind hier noch zwei weitere Werkzeuge vorhanden. Und zwar ist das einmal das hier der Zahnstocher, der sich in den Griffschalen befindet. Und auf der anderen Seite die Pinzette. Hier befinden sich Sehenswürdigkeiten der Schweiz drauf. Ich lese mal vor, was die Firma Victorinox zu dem Kadett Swiss Spirit auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Da steht: Abenteuerlich, langlebig, eindrucksvoll. Dieses Taschenmesser vereint die besten Schweizer Qualitäten. Sein monochromes Design zeigt die berühmten Schweizer Sehenswürdigkeiten in einer exklusiven Limited Edition, die das Kadett Swiss Spirit 2022 zum perfekten Geschenk oder Sammlerstück macht. Zusätzlich zu seinem attraktiven Design bietet es 11 praktische Funktionen. Damit haben Sie den Schweizer Spirit immer in der Hosentasche. Ja, okay, gut, wenn ich jetzt Schweizer Staatsbürger wäre, dann hätte ich den Spirit der Schweiz immer in der ganzen Hose. Aber so würde mir dieses Modell natürlich helfen, den in die Hosentasche zu kriegen. Aber dieses Modell landet bei mir nicht in der Hosentasche, sondern eher im Schrank, weil das ist ein Sammlerstück für mich. Ich habe schon zwei weitere Messer aus dieser Swiss Spirit Serie. Das ist das Vorgängerjahr. Hier 2021, ein Climber. Wunderschöne Holzgriffschalen mit schönen Motiven. Und hier, das ist das Explorer aus dem Jahr 2020. Ja, da macht mein Autofokus irgendwie im Moment so ein bisschen Probleme. Auch sehr schöne Motive, die beiden gefallen mir sehr gut. Davor gab es wahrscheinlich auch schon ein Modell, aber das hat mir nicht so gut gefallen.
Ich muss die Sammlung nicht vollständig haben. Ich kaufe nur, was mir gefällt. Und das gefällt mir auch bei näherem Hinsehen total gut. Ich weiß nicht, ob man das einfangen kann. Ich glaube nicht so wirklich. Das ist nicht nur aufgemalt oder aufgedruckt hier mit den Motiven, sondern das ist so eine 3D-Struktur. Die Motive sind da wirklich in den Griffschalen drin und dann diese Struktur eingefärbt, sodass das sehr wertig erscheint. Übrigens auf 12.000 Stück limitiert. Ist auch noch sehr interessant, denke ich mir, für Sammler die Information. Und bei den Motiven, hier, da war ich mir nicht ganz sicher. Das sind etwas andere Motive als bei diesen beiden. Das waren mehr so allgemeinere Motive, was man von der Schweiz kennt. Den Käse zum Beispiel, die Uhr oder den Alpenleser Schokolade. Und hier sind das mehr so wissenschaftliche oder architektonische Motive. Und die Schweiz ist ja ein etwas kleineres Land. Die hat jetzt nicht so weltbekannte Motive. Man möge mir das nachsehen. Ich möchte die Schweiz nicht herabsetzen, aber das Kolosseum und den Eiffelturm und die Freiheitsstatue, das kennt natürlich jeder, oder das Kapitol. Nur bei diesen Motiven wollte ich auch alle vollständig haben. Deshalb habe ich die Firma Victorinox einmal angeschrieben und nachgefragt, was denn da alles drauf ist. Und die haben mir eine sehr, sehr nette E-Mail zurückgeschrieben und mir die einzelnen Motive benannt. Ich habe bei diesem Modell mal den Fehler gemacht, ich habe den Berg falsch bezeichnet hier. Ich habe gesagt, das wäre das Matterhorn. Das war es wohl nicht, da schrieb mir einer, das wäre der Groß und der Kleine Mieten, die Hausberge vor der Haustür von der Firma Victorinox. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wenn man in der Schweiz das Matterhorn hat, dann den Großen und den Kleinen Mieten zu nehmen, nur weil die vor der Tür der Firma stehen. Aber es hat wahrscheinlich auch mit dem Selbstverständnis der Firma Victorinox zu tun. Und ich wollte da so einen Fehler nicht nochmal wiederholen. Ich wollte das wirklich korrekt machen. Und da lese ich einmal vor, was die Firma Victorinox mir zu den einzelnen Motiven geschrieben hat. Das hier ist die Vorderseite für die Firma Victorinox. Und da haben sie mir geschrieben, Vorderseite oben edelweiß. Die zarte weiße Blume wurde zum Markenzeichen der Schweiz und steht für die Vielfalt der Schweizer Natur sowie für Qualität und Einmaligkeit. Da kann ich nichts gegen sagen, das wird wohl so sein. Darunter ist der Jet d'Eau in Genf. Das ist ein Brunnen, der so eine riesige Fontäne ausstößt, wie diese hier. Wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe mit dem Namen, ich hatte in der Schule kein Französisch, sondern Latein, man möge mir das nachsehen. Die Firma Victorinox hat mir dazu geschrieben, der Jet d'Eau in Genf, der 150 Meter hohe Springbrunnen, also damit haben sie die Fontäne gemeint, im Genfer See repräsentiert das weltweite Ansehen, die Vitalität und die Ambition der Stadt. Ja, es kann sein, es ist aber nicht mehr der Brunnen mit der höchsten Wasserfontäne. Da gibt es wohl zwei höhere in der Zwischenzeit, in Seoul oder den Vereinigten Emiraten, Arabischen Emiraten. Aber das ist trotzdem sehr eindrucksvoll, finde ich. Würde ich auch gerne mal sehen. Unter diesem Springbrunnen, da ist dann eine Brücke. Das ist eine überdachte Holzbrücke, wo die zweitlängste Europas, das ist die Kapellbrücke in Luzern. Dazu steht hier, die historische Brücke gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Schweiz und ist eine zeitlose Hommage an unsere Vergangenheit. Ja, die war wohl auch mal ein bisschen länger, 75 Meter. Der Steil ist wohl abgebrochen, als man das Ufer aufgeschüttet hat. Und 1993 hat es da wohl mal gebrannt, da in den Giebel, da waren wohl 111 Gemälde, die wohl Szenen aus der Schweizer Geschichte zeichnen und die sind auch weg. Das ist natürlich sehr schade. Ja, und unterhalb von diesem Motiv der Kapellbrücke ist das Spalentor in Basel. Und dazu hat die Firma mir geschrieben, dass das Spalentor ist eins der drei erhaltenen Basler Stadttore und gehört zu den schönsten Stadttoren der Welt. Das war die Vorderseite. Jetzt ist die Rückseite. Da ist hier oben ein Observatorium. Das ist wohl ein hochmodernes Observatorium. Das ist das Sphinx-Observatorium. Die Firma Victorinox hat mir dazu geschrieben. Das atemberaubende Astronomie-Observatorium an der Felsenkuppe Sphinx, bei dem Jungfraujoch verkörpert Vision und Zukunftsstreben.
Das wird wohl stimmen, denn das gibt es zwar schon seit 1937, ist aber immer wieder modernisiert worden, ist wohl auch vollautomatisch, wie ich nachgelesen habe, obwohl dann noch immer zwei Mitarbeiter stationiert sind und ist das höchste in Europa und gehört zu den modernsten der Welt. Da befindet sich neben dem Observatorium auch eine Aussichtsplattform, die wohl jeden Tag von sehr vielen Touristen besucht wird. Und bei schönem Wetter soll man da die Nachbarländer sehen können, also Frankreich, Deutschland und Italien. Muss sehr eindrucksvoll sein. Unterhalb von diesem Observatorium befindet sich der Großmünster in Zürich. Dazu schreibt die Firma, die bekannte Züricher Kirche stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Der spätere Bau der Doppeltürme aus 1787 machte sie zum Wahrzeichen der Stadt. Ja, das zeigt, wie lange an so einer Kirche früher gebaut wurde. Das waren monumentale Gebäude. Ich glaube, bis das fertig war, das waren schon über 200 Jahre, die das gedauert hat. Und dann 1787 kamen wohl noch zwei neugotische Doppeltürme drauf. Das zeigt doch, wie kurzlebig der Mensch ist. Und ganz hier unten, das ist das Bundeshaus in Bern. Dazu schreibt die Firma, das Berner Bundeshaus ist der Sitz von Regierung und Parlament der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Nicht nur seine Länge von über 300 Metern ist imposant, sondern auch seine Macht. Schließlich steht hier das Herz einer der ersten modernen Demokratien. Ja, die Demokratie in der Schweiz, die gibt es seit 1848, glaube ich, ist die jetzige Staatsform da vorherrschend. Und das Gebäude hier, das ist nicht in einem Stück gebaut worden, sondern aus drei Gebäuden. Das zeigt so ein bisschen den Umgang der Schweiz mit Wettbewerben. Der Westteil, der ist von jemand errichtet worden. Oder sollte von jemand errichtet werden, der einen Wettbewerb gewinnt. Das wurde ausgeschrieben. Und das hat dann ein Herr Stadler gewonnen. Das war, glaube ich, kurz vor 1850, aber dieser Herr Stadler hat dann zurückgezogen, weil es total viele Einwände gegen seinen Entwurf gab und dann hat es schließlich ein Herr Studer entworfen und gebaut und bei dem zweiten Teil, dem Ostteil, da gab es dann wieder so einen Projektwettbewerb und der Sieger sollte dann die Architektur liefern und das Häuschen bauen und dann hat das ein Herr Blumtschki gewonnen, aber da war dann die Bundesversammlung gegen und hat es an Herrn Auer einfach vergeben. Und dieser Herr Auer hat dann auch am Ende den letzten Teil gebaut, das Parlamentsgebäude. Das ist dann 1902 fertiggestellt worden. Und daraus lernt man natürlich, wenn du einen Wettbewerb in der Schweiz gewinnst, juble nicht, bevor du die Trophäe in der Hand hältst. Ja, das war jetzt so ein bisschen scherzhaft. Aber Ruhmesblatt war das natürlich nicht. Aber ich zeige das nochmal aus der Nähe. Das Edelweiß, der Jeté in Genf, darunter die Kapellbrücke in Luzern, dann das Spalentor in Basel und auf der anderen Seite das Sphinx-Observatorium an der Felsenkuppe Sphinx über dem Jungfrauenjoch, darunter Großmünster, Zürich und das Bundeshaus in Bern. Ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, limitiert auf 12.000 Stück, das Swiss Spirit 2022 als Kadett. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche allen Zuschauern einen sehr schönen Tag.